Haben wir irgendwo was Neues hier? Fox Lair Pass. Widerstand gegen die Festnahme. Das SCPD plant, seine Lamborghini-Einsatzflotte zu vergrößern, indem es ein Rennen zwischen V12 Countach und V12 Gallardo vereitelt. Welchen Lamborghini du für das Rennen auch wählst, lass die Cops nicht zu nahe an dich heran, da sie alles, was sie haben, einsetzen werden, um dich zu stellen. Okay. Boah, sieht da nice aus. Den nehme ich direkt. Widerstand gegen die Festnahme. 21,3 Kilometer, 10 Uhr. Let's go, Baby. Verdächtiger gesichtet. Wir nehmen ihn uns vor. Boah, sieht der Wagen auch von hinten geil aus. Richtig geil designt. Hey. Ey, Karamba, was geht da ab? Ey, ich bin aus Versehen in die Abkürzung gekommen. Zentrale bitten um Genehmigung für EMP-Einsatz. Genehmigt, EMP zum Einsatz freigegeben. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Komm schon, fahr. Ey, Karamba, gerade werfen die dieses scheiß Ding ab. Die Luftverfolgung haben einen bestätigten. Und da kommt noch ein Band. Ey, mein Wagen ist jetzt schon zerstört und noch 17 Kilometer. Da könnte ich ja gleich steuern fahren. Mercedes-Benz SLS, der ist super. Da nicht direkt da rein. Ja, super, da stehen einfach die Autos im Weg. Verkehrsunfall, wiederhole, Verkehrsunfall. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Ich Punkte sammeln. Ah. Einfach gemütlich reingefahren mit 10 km/h. Da war alles gleich kaputt. Ja, ich glaube, ich habe Totalschaden, oder? Und dann noch das Nagelband. Das kam noch danach, oder was? Ey, was war das jetzt gerade? Da war einfach ein Cut. Wir haben ihn gerade verloren.
Eieiei, Takedown noch. Ah, okay. Ich hab gar nicht nach vorne geguckt, ich hab nur auf den Polizeiwagen geschaut. Verdächtiges Fahrzeug ist stark beschädigt. Ich gebe Ihnen jetzt den Rest. Muss man das Game leiser machen, man hört dich nicht. Alles klar, mach ich. Danke, Paul. Warte. Und ich hab einen Totalschaden. Da kann ich auch gleich mal den Sound ändern. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Und danke für den Follow. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Wir müssen es nochmal neu probieren jetzt hier. Total schade. Das geht ja mal gar nicht. Und sonst alles klar, Paul. Was geht ab? Was geht ab? Ganz klar, ich sag Bescheid. Ich bin eher so ein Einzelzocker. Wenn ich dann so mit jemandem zocke, dann eigentlich auf der Couch mit meinem Bruder oder mit einem Kumpel, der da ist oder so. Aber online zocke ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich zu schlecht für. Und jetzt zocken wir hier gemütliche Kampagne. Gucken wir mal, dass wir überall Medaillen bekommen. Ich spiele die Racer-Kampagne und danach die Polizeikampagne. Eieieiei. Ei. Was ist denn da los? Die rammen mich ja von hinten. Warte mal, ich muss den Nagelband einsetzen, ich vergesse es dort. Aber den zerstöre ich jetzt einfach so mal. Bam, bye bye. Bin schon bei Level 21, Paul, nice. Und jetzt kommt dann das Nagelband. Wollen wir die warten, bis ich da komme und damit das Nagelband abwerfen. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Hoffentlich kommt es beim nächsten Mal over. Setzen wir mal Nitro ein, wir haben eine kleine Gerade hier. Ju, Meilenstein. Lass mich doch driften, SLS! Aber der Wagen ist nicht so stabil, ich habe schon die Hälfte verloren vom Leben. Ja, nicht getroffen. Hey, Karamba, wie die rammen. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Wieder nicht getroffen. Ich werde jetzt versuchen, ihn herunterzubremsen. An alle Einheiten. Verfolgung eskaliert. Alle verfügbaren Kräfte einsetzen. Schön ausgewichen. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv.
Mann, warum steht einfach ein Wagen vor mir? Oh, noch Glück gehabt, die haben das Band noch nicht ausgeworfen. Nadelbad gestört. Ziel ist in den Tunnel gefahren. Nadelbad einsatzbereit. Ihr einsatzbereites Nadelbad an eurer Position. Verdächtiger hat Nadelbad umfahren. Ich habe auch nicht mehr viel Leben, merke ich gerade, sehe ich gerade. Ja, ich hab geguckt, wie komme ich da durch, aber... Oh, das... Oh, der hat mich nicht getroffen. Ich dachte, ich bin ins Nagelband rein. Ich bin unter das Auto. Ah, schade. Die anderen crashen auch noch mit. Sehr gut. Wie viel da bin ich geworden? Widerstand gegen die Festnahme, du wurdest Erster. Gold gewonnen. Nice. 6 Minuten 11 Sekunden ging das. Voll die langen Rennen. Das war ein geiles Rennen. Neuen Wagen erhalten. Lamborghini Murciélago LP640 Exotenserie. Wow, sieht da nice aus. Okay, der sieht geil aus, der Wagen. Sie können sicher sein. Krass, krass, krass. Da unten haben wir noch was Neues. Sun, Sand and Supercars. Direkt rein. 959. Sieht geil aus. Was nehmen wir denn da? Ich kann mir alles ausruhen. Nehmen wir direkt diesen Galado, sieht geil aus. Was habe ich eben bekommen? Warte mal, das sieht auch schon nice aus. Boah, ich nehme diesen Galado. Erreiche als Erster die Ziellinie, um das meiste Kopfgeld zu erhalten. Sun, Sand and Supercars. 18,3 Kilometer. 8 Uhr morgens. Richtig zum Arbeitsbeginn. Sogar einen Tag starten.
Ay, caramba! Ja, die anderen gehen eine Abkürzung. Die haben eine Abkürzung. Die fahren eine Abkürzung. Ah, Mann, ey. Es wäre geil, wenn die anderen crashen und die dann da rumstehen, dass es nicht als Crash für mich gilt, wenn ich die treffe, sondern dass ich einfach durchfahren könnte. So als wären sie unsichtbar oder sowas. Eine lange Gerade. Vorgesprintet. Scheibengleister. Ich habe zu stark auf X gedrückt. Ah, super, was soll ich machen? Er kam viel zu früh. Viel zu kurzfristig. Dritter bin ich. Trotz den ganzen Crashes. Jetzt Fünfter. Geht doch. Der eine hat eben den armen Zivilisten gerammt. Weg da, weg da, weg da! Weg, 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 weg! Das ist ein knappes Rennen. Boah, das war im Glück die Crash und ich fahre direkt dazwischen durch. Super Drift! Ich habe aus Versehen gedriftet, ich habe nicht nachgedacht. Wollen wir die Abkürzung nehmen? Hey! Komm, zieh, 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 zieh. Krass. War geil. Bronze. Ich nehme immer die Medaille mit. Wenn es eine Medaille ist, ist in Ordnung. Auch wenn die anderen nicht so weit vor mir waren. Aber ist okay. Es ist doch immer so lange Rennen. Ich will die da nicht wiederholen. Neue Belohnung. Neuen Wagen erhalten. AMG, SLS, AMG, geil. Mercedes. Nice. 2010. Eine völlig neue Art von Supersportwagen.
Was haben wir hier? Wir haben zwei neue Rennen freigeschaltet. Sunset Racer. Mach in deinem Porsche deine Wahl die Straßen unsicher und nimm diese fantastische Strecke durch das Herz von Seacrest County unter die Räder. Wirst du das Ziel als erstes erreichen, während die Dunkelheit hereinbricht? Ja, ich hoff's mal. Ah, ich kann die Dinger nicht nehmen. Muss ein Porsche sein, oder? Dann nehmen wir GT3, das sieht nice aus mit den Felgen da. Okay, Sunset Racer. 31,5 Kilometer, 19 Uhr. Es wird ein langes Rennen. Let's go! Crash da einfach vor sich hin. Drifter! Ich mag diese Driftkurve da. Ist ja wie so ein Looping. Warum rammt er mich da? Das ist doch kein. Das ist doch gar kein Kopf. Komm ich hin zurück. Immer noch 18 Kilometer. Zum Glück war eine Absperrung da, da wäre ich ja voll ins Wasser geflogen.
Wäre aber auch witzig gewesen. Komm, jetzt zieh mal. Weg, weg, weg. Es wäre auch geil, bei diesen Rennen irgendwie ein Nagelband einzusetzen. Aggressiv. Oh, wow, wie, wow. Geil. War alles geplant angeblich. Ich habe ja gar keine Chance. Aber wir haben noch ein paar Kilometer. Und so schlecht fahre ich jetzt hier auch nicht. Die anderen sind anscheinend einfach besser, oder was? Die KI. Vielleicht mehr Abkürzungen nehmen. Und dann noch der Crash. Oh. Unfall entkommen? Ich habe einen verursacht. Das Rennen läuft schon seit 7,5 Minuten. Eindeutig zu lange. Wie lange haben wir noch? 2 Kilometer? Vierter? Boah, der dritte Platz ist aber ganz schön weit vorne. Der eine ist schon Erster geworden. Krass, Mann, es ging 8 Minuten. Keine Medaille erhalten. Ich kann mir sogar vorstellen, das einfach zu überspringen. Aber krass.